So, schaut mal, grüß euch. Mein großes Glück ist, es hat geregnet, die Wolken verziehen sich, blauer Himmel kommt hervor. Und auch wenn man es jetzt annehmen kann, es geht mir nicht um einen Bärlauch. Auch wenn ich mir einen geholt habe, weil wenn ich schon da bin, ja, ist auch ein Fischen. Es geht um was anderes. Nämlich, man möchte es nicht glauben. Ich hätte selbst nicht geglaubt, es sind 1000 Abonnenten erreicht. Und das mit einem Wildkräuterthema, finde ich interessant, besonders weil ich ganz wenig Menschen triff, wenn ich irgendwo hier draußen unterwegs bin. Also schon, aber wenig. Also dass sie dann doch so viel für das interessieren, finde ich fantastisch, freut mich. Und ich hoffe, ich kann ein bisschen beitragen zum Wissensvermitteln und also nicht, zum Beispiel im Fall von Bärlauch, dass wir Unsicherheiten ausschalten. Wir brauchen sie ja nicht fürchten für die Wildkräuter und Pflanzen, wir brauchen sie nur ein bisschen auskennen. So wie damals bei den 500 Abonnenten, habe ich mir gedacht, 1000 Abonnenten ist schon was Besonderes und da möchte ich, ja, bin ich normalerweise nicht der Typ für sowas, aber ich möchte was machen. Nämlich, super Video, was das jetzt hoffentlich wird. Ich habe da auch was vorbereitet. Erstens möchte ich Danke sagen, nämlich Danke für all oder zu all jene, die was mich schon ja, zum Teil von Anfang an begleiten, für deren Beiträge und zum Teil reges Kommentieren von Videos beziehungsweise auch Wissen teilen. Finde ich ganz wichtig und finde ich schön, wenn ihr was wisst, was ich nicht erzählt habe in einem Video oder was euch denkt, das kommt man auch noch wissen, dann schreibt das drunter, einfach, falls das wer liest, ein anderer Interessierter, dass man Wissen weitergibt, dass man das teilt. Ja. Danke für ganz oft kriege ich gesagt, hey, du machst es super, es ist interessant. Manchmal kriege ich nur ein Danke, was mir genauso wichtig ist und wertvoll finde. Weil das Ganze, ja, es ist nicht immer nur lustig oder es ist nicht immer einfach mit, weiß ich nicht, bin dann doch oft weit unterwegs oder schon müde und ich meine, ich muss das nicht machen, ich mache es nach wie vor gern. Und zeitgleich ist es motivierend, wenn man ja, ein Danke kriegt und für dieses Danke Danke. Wenn ich schon vorbereitet habe, ich habe das auch beim letzten Mal gemacht. Ich möchte einen kleinen Ausblick geben, was passiert noch oder vielleicht sogar was ist schon da. Beziehungsweise, nein, was ist schon da, mache ich folgendes: Ich verlinke euch unten, zumindest gebe ich die Links rein zu meinem Making-of. Da kann man ein bisschen erfahren, was habe ich denn alles schon gemacht und was tue ich denn da überhaupt und um was geht es mir. Der Ausblick ist folgender, für heuer und dieses Jahr, ich würde ja oft gebeten werden, dass ich schöner spreche. Harte Geschichte für mich. Aber für den Ausblick, ich werde mich bemühen, ich möchte mit euch so Kräuterwanderungen machen und bei diesen Kräuterwanderungen werde ich mich um schöne Spreche bemühen. Ich werde kein Hochdeutsch schaffen, aber ich werde versuchen, statt Viechau zum Beispiel Insekten zu sagen. Ja, wird ein bisschen holprig sein, aber ich werde mich zumindest bemühen. Also das zum Ausblick. Was schon dabei ist bei diesem Ausblick, in dem Jahr wird es weniger Einzelpflanzenbeschreibungen geben, weil die gibt es alle schon. Also es gibt mittlerweile 1300 Videos ungefähr. Es ist so gut wie alles beschrieben und fertig, was ich beschreiben wollte. Aber wir machen Kräuterwanderungen, wo wir miteinander durch die Natur gingen und ich dazu einfach immer zu 5, 6, 7, 8 Pflanzen, was wir treffen, was dazu, so dass man ein bisschen eine Tour gehabt hat, nicht zu groß, weil man kann sich eh nicht so viel merken. Das ist der Plan für dieses Jahr, punkto YouTube-Kanal. Auf der Homepage ist ziemlich alles soweit fertig, habe ich über den Winter viel gemacht, also ihr findet jetzt, die Texte sind ziemlich gut ausgebaut, Beschreibungstexte, Verwendungstexte und auch die Bilder sind gut ausgebaut. Also man kann Pflanzen im Jahresverlauf
in Video und im Bild nachverfolgen und das am besten über die Homepage, aber auch das vielleicht am besten nochmal, wenn es wen interessiert, das letzte Making-of anschauen, verlinke ich eben unten, da erkläre ich nochmal näher, wie die Nutzung gedacht ist von Pflanzenvielfalt und pflanzenvielfalt.net. Weil es bei 500 gemacht habe, habe ich mir gedacht, mache ich es auch bei 1000. Es gibt was zu gewinnen. Nicht das, aber das zeigt jetzt, was zu gewinnen geben wird. Das sind meine Kräutersackerl. Wieso hatte ich mal zwei? Das ist mein Standard-Kräutersackerl, was in mein Wanderrucksack drinnen ist. Das hat alles meine Frau genäht, sage ich gleich dazu. Die ist eine super Näherin, das hat alles selber bastelt. Und auch die hat es selber bastelt. Seht ihr, das ist schon ein bisschen dreckig, aber ich mag das gern. Und das ist mein Notkräutersackerl, so nenne ich das. Das habe ich in meiner Ausgehtasche, die was ich mitnehme, wenn ich in die Arbeit gehe oder so. Falls ich irgendwo was finde und mitnehmen muss, dann habe ich auch einen Notsackerl. Und ich habe meine Frau gebeten, dass drei Sackerl näht. Und diese drei Sackerl werde ich verlosen an Interessierte. Wie können wir das machen, ohne dass irgendwie mit Adressen und Datenschutzgrundverordnung und was gut was. Ich möchte es wieder so machen. Wer ein Sackerl gewinnen mag, bitte auf der Homepage im Impressum findet meine E-Mail-Adresse, schickt mir eine E-Mail mit euren Namen und schreibt eine, ich würde gerne ein Sackerl gewinnen. Und wenn dann Verlosung ist, schneide ich alle die aus, den Namen, und tue sie in eine Dose und dann ziehe ich einen Namen und ich verrate dann nicht euch einen vollen Namen in YouTube oder so, brauchst dich nicht fürchten. Und dann ziehe ich drei und die drei informiere ich dann, dass sie gewonnen haben und bitte einfach dann um Adresszusendung. Also, und dann schicke ich euch mit der Post einfach ein Kräutersackerl. Bei 500 Abonnenten hat es eine blöde Schaufel gegeben. War auch super, aber drei Kräutersackerl sind vielleicht nützlicher wie eine blöde Schaufel. Das verlinke ich auch unten, wenn es interessiert, was er mit der blöden Schaufel so gehabt hat. Bei den Kräutersackerl dazu gesagt, da gibt es ja unter den Kräutersammler Ideologien, die einen sagen, nur in Körbe aus bodennahen, rechts gedrehten Weidenzweigerl geflochten. Andere sagen, oh, Schatz, der Käfer hält die Blume für eine echte Blume. Haha, es ist ein Wanze. Du, die ist nicht echt, musst du was anderes, ist eh wurscht. Auf jeden Fall, die sagen unbedingt Körberl nehmen, die anderen sagen Stoff und die dritten sagen, nein, unbedingt Plastik. Mir persönlich ist es wurscht, der Körberl will ich nicht umeinander zahlen. Plastik, ich bin oft länger unterwegs, da drinnen wird es mir schwitzert. Ich stehe auf die Sackerl, besonders weil es von meiner Frau selber genäht sind. Darum kriegt ihr Sackerl. Okay, also wer Interesse hat, bitte meine E-Mail-Adresse aus dem Impressum checken und E-Mail schicken und Verlosung. Bis wann? Sagen wir bis 10. April. Alle, die was bis 10. April eine E-Mail geschickt haben, kommen in den Topf und ich mache dann ein kurzes Video mit Ziehung. Käfer, du musst jetzt bitte, wir machen das so, dass du auch bleiben kannst. Ich habe noch eine Bitte. Eigentlich sind es mehrere Bitten, darum sind es mehrere Danke. Das Ganze, was ich da so aufgebaut habe in den letzten Jahren, ich möchte nicht liegen, aber mittlerweile sind es 3000 Stunden Arbeit gewesen und ich habe das mit Freude gemacht. Es war nie eine Gewinnabsicht dahinter und zeitgleich merke ich mittlerweile, dass es mich gar nicht stört, wenn es honoriert wird. Das tat ihr mit euren Kommentaren schon. Also, reicht. Oder allein durch die Besuche braucht ihr nicht einmal kommentieren. Aber dennoch, ihr könnt mich unterstützen in ein paar Sachen. Die erste Sache ist jene, dass man bei YouTube gut gefunden wird, sagen sie, ist es hilfreich, wenn viel Likes, also dieses Daumen hoch, ich habe nur einen halben Daumen, aber einen ganzen Daumen hoch unter die Videos gemacht wird. Es wird auch gut gewertet für YouTube, wenn es viel Kommentare gibt. Also wenn sie euch unter die Videos austauscht, dann ist es gut. Also einmal eine Bitte bei den Videos, das machen. Also liken und austauschen. Das zweite ist,
die Videos möchte ich, dass werbefrei bleiben. Also möchte ich nicht irgendwie, dass da Werbung vorgeschaltet wird, aber unter den Videos habe ich immer eine Beschreibung drinnen. Also erstens findest du schlauerweise immer dann einen Link zur jeweiligen Seite auf der Homepage und drunter findet ihr ein paar so Affiliate-Links. Also das ist so Partnerschaft mit Amazon. Über Amazon kann man streiten, weiß ich, als Konzern und ist ein Wahnsinn und der haut doch Sachen da rein und geht mit den Leuten schlecht um. Mag alles sein. Für mich ist dennoch ein Arbeitgeber und zeitgleich manchmal bestelle ich sogar als Konsumverweigerer, das kommt 3-4 Mal im Jahr vor, auch was verdienen. Wenn ihr bei Amazon einkauft und vielleicht dran denkt, dann könnt ihr über meine Affiliate-Links einsteigen. Ihr kennt auch die Startseiten, habe ich verlinkt, wenn du da einsteigst und dann was bestellst, dann kriege ich eine kleine Vergütung. Beziehungsweise auf der Homepage habe ich Buchempfehlungen auf jeder Seite und es gibt eine eigene Buchempfehlungsseiten. Wenn du da ein Buch bestellst, braucht es dann nicht einmal das eine Buch bestellen, was ich da empfohlen habe. Ich meine, das sind echte Empfehlungen. Aber wenn du über so einen Link einsteigst und dann euch ein Buch aussucht, dann zählt das sozusagen. Was auch noch schön ist, das machen auch immer wieder auch für euch, dass wir einfach ein kurzes E-Mail schreiben und da steht, hey, danke, dass du das gemacht hast, was du machst, das freut mich auch. Und es gibt, und das verlinke ich da drunter, das ist so, wie heißt denn das, PayPal, Moneypool, da kann man einmal einen Betrag auswählen, kann man selber 50 Cent, 1 Euro, 5 Euro, habe ich auch schon 15 Euro für wen gekriegt, auch so eine Spende. Also wenn das wer machen will, dann, ja bitte. Und ein letztes, das mit den Danke hinkommt, ein letztes, wenn ihr irgendwie aktiv seid in sozialen Netzwerken, was ich nicht bin, sage ich dazu, ich habe weder einen Facebook-Account noch sonst irgendwas, kenne ich mich nicht aus, Twitter und wie heißt das mit den viereckigen Bildern, Instagram, habe ich nicht. Aber wenn ihr das habt und ich glaube, da kann man ja dann sagen, schaut dir die Seiten an, ist interessant, dann tat's das, würde mich echt freuen. Ja, okay, haben wir alles durch, nämlich Danke habe ich euch gesagt, einen Ausblick habe ich gemacht, das Gewinnspiel ist erwähnt, die Bitte habe ich vorgetragen. Ja, dann das Wichtigste ist, ja, viel Freude mit dem Kanal. Also ihr könnt da wirklich über 200 Wildkräuter und Pflanzen vom Baby auf bis zum Samen kennenlernen, sogar die Wurzeln teilweise. 70 bis 80 Bäume, Sträucher, heimische, vom Sämling bis zur Frucht. Also viel Freude mit dem Kanal, mit den Seiten. Das wünscht euch euer Ronald, das bin ich. Es gibt ein Video unter die 1300, wo ich einmal kurz mein Gesicht in die Kamera halte. Haha, wer das findet, hat auch gewonnen. Ja, pflanzenvielfalt.net, das ist die Homepage. Alle, die was mitspielen, euch wünsche ich viel Glück. Vielleicht als Motivation beim 500er Gewinnspiel haben 3 Leute mitgemacht. Da habe ich dann 3 Preise gemacht, weil da haben wir gedacht, da kriegt jeder was. Okay. Sackerl, ich nehme jetzt meine wieder mit und ich sage euch danke und macht es gut und passt auf euch auf.